Ja, ich bin heute für Menschen für Wölfe bei Miguel de la Torre. Das ist ein Filmtiertrainer. Und zwar hält er ein ganzes Rudel Wolfdogs. Und die übernehmen in Filmproduktionen sehr oft die Rolle ihrer freilebenden Verwandten. Ich habe Naturwissenschaften studiert. Und mich hat der Wolf schon immer fasziniert. Aufgrund des Rudelgefüges, aufgrund des Soziallebens. Und jeder Mensch möchte gerne wie ein Wolf sein. Er ist geradlinig und ehrlich, es gibt keine Grauzonen. Entweder liebt er oder er hasst, aber dazwischen gibt es nichts. Und Menschen wollen auch gerne so sein, aber wir schaffen es nicht. Also bei den Lobbyverbänden fällt mir eigentlich nicht mehr viel zu ein. Man hat den Eindruck, dass es purer Egoismus ist, was dort passiert, was dort proklamiert wird. Zum anderen, bei den Politikern hat man auch den Eindruck, dass es simpler Aktionismus ist, wenn es heißt, Problemwölfe müssen abgeschossen werden. Alles in allem, muss man sagen, ist diese Einstellung ein Witz. Wirklich ein Witz, und es ist peinlich im 21. Jahrhundert, dass Menschen andere Wirbeltiere hassen. Das ist wirklich ein Witz und das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist fürchterlich, auch hinsichtlich, dass es Studien gibt in Amerika, die belegen, dass genau das Gegenteil hervorruft, nämlich dadurch, dass man einzelne Tiere entnimmt, Problemwölfe abschießt, einzelne, hat man Folgeprobleme, und das haben diese Studien in Amerika gezeigt. Das heißt also, hinterher haben Jungtiere oder verlieren Jungtiere die Wissensträger, die erwachsenen Tiere, und es kommt letztlich auch in der Statistik in Amerika, kam es dazu, dass tatsächlich noch mehr Nutztiere gerissen worden sind als vorher. Das heißt, wir haben andere Möglichkeiten, wie man mit solchen Schwierigkeiten oder Herausforderungen umgeht. Da rede ich von Vergrämung zum Beispiel. Und das Einzige, was Politiker oder was Politik machen sollte an der Stelle, ist, die vorhandenen Studien anzuwenden. Denn das ist ja das Mindeste, was man machen kann an der Stelle, dass man die vorhandenen Studien anwendet, sich anguckt und umsetzt.